Zinsen für Geldanlagen sind heute so niedrig, dass die Inflation langsam die angesparten Guthaben aufzehrt. So denken immer mehr Menschen darüber nach, wie sie ihre Euros in Sicherheit bringen. Die absolute Sicherheit gibt es nicht. Aber es gibt für jeden einen Vermögensmix, der das richtige Verhältnis von Rendite und Sicherheit für ihn bietet. Immobilienvermögen gehört in der Regel dazu. Die meisten Menschen zahlen im Laufe ihres Lebens ohnehin eine Immobilie ab. Viele nur nicht die eigene. Deutschland im Zinstief. Der Zeitpunkt für eine Immobilienfinanzierung ist ideal. Das unterstreicht auch die Entwicklung der Hypothekenzinsen in den letzten 40 Jahren. Vergleichen Sie die Darlehensraten mit Ihren Mietzahlungen. Die aktuellen Zinsen zugrunde gelegt, könnten Sie mit 1.000 Euro monatlich bereits ein Darlehen über 200.000 Euro finanzieren und in rund 25 Jahren abbezahlen. Eine sehr vorteilhafte Konstellation, zumal Mieten dazu tendieren zu steigen. Auch wir können nicht vorhersehen, wohin sich die Zinsen in den nächsten Jahren entwickeln. Aber eines wissen wir, bei einem Zinsanstieg in Höhe von 3% würde sich eine Finanzierung über 200.000 Euro um 500 Euro pro Monat verteuern. Das sind stolze 6.000 Euro im Jahr. Unabhängig davon, ob Sie dann neu finanzieren oder ein bestehendes Darlehen verlängern müssen, die Frage ist, ob Sie sich das leisten wollen. Denn es gibt Möglichkeiten, sich das aktuell günstige Zinsniveau schon jetzt zu sichern. Ob der Erwerb einer Immobilie oder die Sicherung des aktuellen Zinsniveaus auch für Sie passende und sinnvolle Optionen sind, sollten Sie erst nach einer individuellen und unabhängigen Beratung entscheiden. Und die empfehlen wir, nicht auf die lange Bank zu schieben.